Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play PokeMMO. Ich würde sagen, oh, wir kämpfen einfach weiter. Das war jetzt tatsächlich aus Versehen, ich wollte nicht nach rechts lenken, ich dachte ich laufe nach unten. Aber meine Hand war ein bisschen blöd auf der Tastatur. Deswegen war ich hatte gerade meine Hand auf S-E-F-D und deswegen ist gerade das Missgeschick passiert. Naja. So, okay, Kleinstein. Aber wir sind fast tot, deswegen wechseln wir mal eben zu Shillock. In der Hoffnung, dass Shillock das Ganze hier, okay, aua. Entspannt umhauen kann, aber der hat Robustheit? Nee, hat er nicht. Besser ist, Alter. Besser ist. Kein Bock mehr auf Robustheit, wirklich. Das geht mir nur noch auf den Sack. Immer diese Robustheit. Super, super anstrengend. Noch ein Kleinstein. Nochmal Aquavelle. Ah, jetzt kommt's. Es war so klar. Irgendwann kommt wieder ein Viech mit Robustheit. Es ist so geisteskrank. Einfach jeder zweite Trainer hier hat ein Viech mit Robustheit. Ist ja alles entspannt, kein Problem. Und jetzt ist er verwirrt, aber... er hat sich selbst kaputt gemacht. Oh, danke schön. Einmal habe ich Glück. Oh, super, cool, danke. Ich werde hier langsam wahnsinnig, wirklich. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass in der dritten Generation war das unglaublich schlimm. Mit Schlafen, verwirrt, paralysiert, nicht treffen. Und das ist ja quasi dritte Generation. Ich weiß auch nicht, wie krass das angepasst ist, aber das fand ich in der dritten immer sehr, sehr speziell. Sehr hervorstechend vor allem. Also andere Edition war irgendwie nie so heftig, aber... dritte war echt wild und das, obwohl ich die dritte wahrscheinlich mit am meisten mag. Mit Smaragd und so. Yeah, wir haben dich besiegt, ey. Dieser Sammler besitzt viele seine Pokémon. Ja, schön für den Sammler. So. Die haben den extra so hingestellt, dass der nicht rausrennt. Was eine Assi-Scheiße. Jetzt muss man echt irgendwann da hingehen. Mit Zerschneider, ey. Was ein Scheißdreck. Das ja, Assi. Machen wir mal Nidoqueen. Ja, war klar, dass er Ruckzuck-Hieb machen. Das war so typisch. Die dumme Drecksau, ne? Das war so typisch. Dafür gibt es sowas von Doppelkick in die Fresse jetzt. Nicht ein Dritt hast verdient. Du hast zwei Dritte richtig schön in die Fresse verdient, ey. Aber der erste hat dich direkt umgebracht, weil du scheiße bist. Rettern! Oh nein, Bedroher. Er bumst mich. Komm, triff. Ach, es ging wieder daneben, Alter. Ach ja, komm, triff. Danke. Vicky Mausen Leben, ey. Scheiß. Scheiß Schlange. Ey, so muss es sein, ey. Bam. Der Heinz. Der Heinz Ketchup, ey. Oh, danke, tschüss. Da ist der nächste. Hallöchen. Ich wusste, dass wir miteinander kämpfen würden. Ja, das wusste ich auch. Denn ich hätte es nämlich so oder so initiiert. Der gute Yannick. Oh, das ist auch Level 14, das Rettern. So, wechseln. Wir machen... vom Shillock. Komm, das wirst du ja überleben, oder? Aha, es beißt mich. Ich hasse das Geräusch, ne? Oh. Ich finde es gut, dass sie es gemacht haben, dass das nur ganz kurz einmal kommt, dass man Bescheid weiß und dann nicht mehr, weil ja, das ist wirklich so nervig, wenn die Musik die ganze Zeit so piepst. Weg. Kaputt. Besiegt. Zerstört. Le Final, bevor wir bei B sind. Irgend so ein süßes Girl, das meint, ich bin neidisch. Nee, bin ich nicht. Elisa, wenigstens hast du mal einen ordentlichen Namen, nicht wie die anderen. Mit Ruth. Flame jetzt einfach den Namen Ruth die ganze Zeit. Was Taubsi? Nee, das machen wir mal nicht. Ja, Shillock ist mir auch schon wieder zu dead. Das war so klar jetzt, ne? Dass die wieder Ruckzuck-Hieb machen, die dummen Wichser. Aber dafür vergiftet, ey, verdient.
Komm, ich beiß dich kaputt. Das ist mein Chicken Nugget heute. Also für Nidoqueen. Ohne Soße. Ein Myrabler. Das kriegt er wieder auch noch schön zerkaut, ne? Nach den Proteinen muss noch ein bisschen Gesundes dazu. Für die Girls. Aua. Willst du mir jetzt Energie absaugen, oder was? Salat für die Girls. Zack, fertig. Fast ein Level Up. Ein Sonnenkehr. Naja, komm, ein paar Kerne wollen wir auch noch zerkauen und ausspucken. Super. Ja, yeah, Level 22. Queen ist 22. So, dann gehen wir nochmal zu Bill. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Oh, wo ist er denn? Hallo, weißt du, wo Bill ist? Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keines. Nenn mich einfach Bill, ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zelle mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Joa. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus den Zellteilungsprogramm. Das ist doch dann kein Teleporter, oder? Naja. Ich habe irgendwas jetzt an hier klack 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 gedrückt und da ist er ja schon. Ja, moin Bill, was geht? Klasse, danke Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Sammlung anzusehen? Nein, das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Wir haben ein Bootsticket. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MSN. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Hast du Lust hinzugehen? Ja, hast mir doch jetzt das schon gegeben. Also cool, dankeschön. Was ist hier los? Das Cup ist beliebt bei Pärchen. Die Arenaleiter Misty hat hohe Erwartungen an diesen Ort. Hallo, bist du alleine hier? Wenn du am Cup von Azuria City bist, solltest du jemanden dabei haben. Ja, ich hab doch mein Pikachu dabei. Das irgendwie nicht stärker wird. So, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach zur Arena. Jetzt klatschen wir mal schnell Misty. Und dann geht's auch direkt weiter, ne? Nach Orania City. Ach stimmt, ich kann jetzt auch einfach vorbeilaufen. Ich muss nicht mal zur Misty laufen. Kannst auch einfach ignorieren, aber das machen wir nicht. Wir heilen jetzt erstmal kurz die Pokémon. Ich würde einfach sagen, wir machen einfach gut Glück weiter, ne? Ich hab's, glaube ich, nur nicht wirklich viele Tränke, wenn überhaupt nur einen wahrscheinlich. Warte mal, kann man von ihm nicht Tafelwasser bekommen? Nee. Naja. Hey, Platsch, bin ein echter Gegner, ist los, ey. Ich bin im Wasser. Konstantin, der Schwimmer, setzt Sepa ein. Ja, Sepa auf Level 16. Okay, also die Pokémon sind nicht so stark. Ich bin mal gespannt, wie stark das von Misty sein wird. Wir kauen es einfach mal ein bisschen, oder? Rolltreffer. Oh ja, nice. Aber es hat überlebt. Nein, bitte nicht verwirren, 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 bitte nicht verwirren. Sehr effektiv, aber nicht verwirrt. Sehr schön. Sepa wurde besiegt. Easy Kill. Oh, ein Mushas. Mushas will ich auch haben. Also zumindest aktuell der Plan, dass ich mir einen Mushas zulegen möchte. Aber ob ich das dann auch am Ende wirklich mache, ist so eine andere Sache. Ist aber ganz schön stark, ey. Oh, zurückgewichen. Scheiße, ne? Kaputt. Spezielle EP. So, es gibt jetzt noch einen Kampf und dann kommt Misty. Wie du? Ich bin schon zu gut für dich. Misty muss sich nicht mit dir abgeben. Okay. Entspann dich mal, Prinzessin. Bendulin, Alter, es wird immer besser. Es wird immer besser mit den Namen. 19. Gwendolin, ach du Kacke, ey. Ja, wir machen... Probieren wir Mega-Hieb. Voll in die Fresse rein. Oh nein, Aquavelle, ouch, ouch, oh nein, au. Er ist nicht ganz so heftig. Weil Nidoqueen einfach ein Macher ist. Oh. Ich würde aber sagen, bevor wir zu Misty gehen, gehen wir nochmal ganz kurz unsere Pokémon heilen, denn ich habe keinen Bock, dass es vielleicht doch noch gedreht wird, weil ich habe ja sonst nur noch Shillok.
Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass Dami mein Schlock wegballert, aber... Ich will es jetzt auch nicht riskieren, sagen wir es mal so. Wäre das eine Naslock-Challenge, dann ist es jetzt das Schlauste, was ich gerade mache. Ich bin einfach faul, okay? Ich habe keinen Bock, zweimal gegen jemanden kämpfen zu müssen. So, deswegen gehen wir nochmal hin, so. Probieren es erneut. Du musst neu sein, ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich einen Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf den gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Ja, aber nur Wasser-Pokémon allein bringen halt gar nichts, ne? Ein Enton, ihr Signature-Pokémon. Level 18 auch noch. Mega-Hieb. Bam. Oh nee, Aquawelle, die machen alle Aquawelle. Nein, ah. Das tut so weh. Ah, scheiße. Und weg mit dir, Enton. Okay, Enton ist schon mal weg vom Fenster. Ich habe echt das Gefühl, das mit Pikachu war so unnötig, ne? Zermürben. Will ich das haben? Stärke 70. Hey, sie nicht. Ah. Ja, komm. Mega Kick weg. Mega Kick hat jetzt so oft nicht getroffen. Scheiß auf Mega Kick. Ist ja eh nicht so schlimm, dass das jetzt weg ist. Der Mürben ist auch okay. Da kommt Stami schon. Ah, ist nur Level 20. Super effektiv ist es bis. Echt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ah, aber ja gut, Unlicht. Ich vergesse immer, dass bis Unlicht ist. Sehr effektiv, bam. Ich glaube, die besiegt mich jetzt tatsächlich. Tschüss, Nidoqueen, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Macht nix. Wir haben ja noch unser Shillock. Das wird nicht so einfach. Und ich habe immer noch Biss. Obsidian-Welle, oh Scheiße. Oh Scheiße. Und noch andere Sachen. Oh, die hat einfach eine Siedelbeere gestecken gehabt, die Drecksau. Ist aber frech. Aua. Aber jetzt ist vorbei. Was ist jetzt das letzte? Ah, ein Goldini. Welches Level hat es? 16. Ja gut, Leute. Das ist jetzt nicht mehr so schwer. Zurückgeschwichen. Perfekt. Ja gut. Ich dachte jetzt tatsächlich, das wird schwieriger. Ich hätte nicht gedacht, dass Dami nur Level 20 ist. Ich dachte, die wäre irgendwie 24, 25 oder so. Wow, du bist sehr gut, alles klar. Ich überlasse dir den Quellenorden. Der Quellenorden lässt alle Pokémon Level 32 deine Befehle gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Dein Pokémon kann den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. Aquawelle, oder? Aquawelle, ja toll, danke. Es hat kurz gehangen, ey. Ich weiß nicht, was da gerade los war. So, hat ein paar Minuten gebraucht, um es wahrscheinlich irgendwie zu suchen. Scheiße, wo ist die Aquawelle? Ah, da ist ein Glatzenmann. Mit einem random Namen. Ach, das verstehe ich auch nicht, wieso man irgendwie einfach in Kacke reintippt. Das ist einfach Mauzi. Nice, Leute, wir sind fertig. Mit Azuria City. Dann geht's jetzt weiter. Dahinter war mit Kabadorum. Der hat einfach ein Shiny Zubat. Guckt es euch an. Das ist, glaube ich, ein Shiny, oder nicht? Nee, Quatsch, Shiny war grün. Nee, Quatsch, Shiny Zubat war grün. Das sah jetzt kurz so aus. Ich dachte so, hey, das war ein Zubat Türkis. Ey, bleib draußen. Du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin ein unschuldiger Passant. Was? Das glaubst du mir nicht? Gib's ein paar auf die Fresse jetzt, du kleines Stück Scheiße. Oh, Traumato. Ah ja, das gute Trauma. Ich glaube, das andere war ein Radfratz. Bin ich mir nicht mehr sicher. Ich sollte mal wieder auf Shillock wechseln. Ist super effektiv, Alter. Bam. Oh, bam, tot. Ja, so geht's natürlich auch. In Makolo ist es. Ach so. Zermürben. Ah, Patroni. Aua. Quatsch, Alter.
Es regnet. Dann machen wir noch einen Mega-Hieb zum Abschluss. Nochmal schönen Kantenschlag. Ja. Wird besiegt. Was kriegt man eigentlich nochmal von dem Schaufler, oder? Oder war es irgendwas anderes? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, ich gebe die gestohlene TM zurück. Ich gehe wohl besser. Tschüss. War das Schaufler? Weiß ich nicht mehr. Was weg ist, ist weg. Ich werde Dick dabei bringen, ohne den Schaufler zu graben. Ah ja, doch. Okay, es war Schaufler. Ja. Ist ganz nett. Brauche ich jetzt nicht. Aber wenn man irgendwie schnell zurück möchte oder so, ist ganz nett. Aber I don't care. Achso, stimmt. Ich wollte Chillock wieder nach vorne holen. Da ist die Pokémon-Pension. Die brauchen wir auch nicht. Ich stecke meine Pokémon nur ungern in eine Pension, außer ich möchte züchten. Ja, wer bist denn du? Ich suche nach Nidoran männlich. Ausschuss gegen Nidoran weiblich? Nö. Oh je, wenn das so ist. Ja, ich habe ja kein männlich. Ich habe nur Nidoqueen. Das, was du haben willst. Ich bin halt super nett. Ich bin jetzt aber nicht die ganze Zeit so gegangen, oder? Scheiße, ich kann ja sprinten, ey. Aha, oh mein Gott. Ich bin jetzt wirklich... Sag nicht, ich bin die letzten Folgen die ganze Zeit langsam gegangen, weil ich dumm bin. Schon viele Leute haben Dinge auf den Tunnelpfad verloren. Ja, da kann man auch Items finden. Oh, hier ist aber viel los. Oh, hatten die Leute hier nicht irgendwie gefühlt... Ah, der hat einen Shiny. Die Leute hier nicht gefühlt ganz viele Pflanzen-Pokémon? Egal, scheiß drauf. Oh, Nelson. Okay, es ist nur ein Horn-Leo. Also ist noch entspannt. Level 16. Hey Horn-Leo, ich habe gehört, du willst ein bisschen Wasser fressen. Ein bisschen baden gehen. Oh. Kaputt. Man kann hier den Hintergrund auch wegmachen. Falls man das nicht möchte. Ich weiß noch gerade nicht, wo man das nochmal macht. Ich werde es mal ausprobieren und dann kann ich es ja machen. Vielleicht ist es ganz nett. Muss ich mal anschauen, wie es ist dann. Okay, Nelson. Ich glaube, du bist ein bisschen zu anhänglich gegenüber einem Horn-Leo, wenn du schon zwei davon hast und nur ein Raupi. Das ist keine Gleichberechtigung, wollte ich nur mal so gesagt haben. So. Dieser Unten-Camp natürlich auch. Weiß nicht, ist das ein Paar? Weiß keiner. Oh, alten Shigi auf Level 20. Der hat auch keinen Bock gehabt, seinen Shigi zu entwickeln. Ja, machen wir mal Turbodreher. Mal gucken, ob mein Turbodreher stärker... Oh, er macht's auch. Nee. Er hat Biss gemacht. Hör auf mich zu beißen jetzt, Mann. Kann ich auch. Ja. War wohl ein bisschen stärker, ne? Wilde Drecksau. Beißt er mich einfach? Ich glaube, der spinnt. 400 Pokédex. Alter, ich krieg schon langsam jetzt Cash zusammen, ne? So, was werden wir hier bekommen? Picknicker Nancy. Pikachu. Weiblich. Level 16. Pikachu hauen wir auch mal schnell um. Wie gut, aufs Maul jetzt. Mit einer Aquawelle. Wobei, wenn es regnet, ich weiß gar nicht, sind da Elektroattacken stärker oder ist es nur im Anime so? Bin ich nur im Anime, ne? Aber ist ja wurscht, ne? One-Shot. Easy. Es regnet weiter, jetzt kommt ein Radfahrer. Ach, ich kann kein Radfahrer mehr sehen, Leute. Bitte, hört auf. Ich habe jetzt echt mehr als genug Radfahrer in letzter Zeit gesehen. Es reicht langsam. Danke. Tschüss. Picknicker Nancy. Assets zu verlieren. Ja, ist mir doch egal. So, jetzt gibt es noch hier drei Stück. Dann sind wir in Orania City. Der Bastian, der Käfersammler. Setz ein Smetbo raus, ey. Ich fand Smetbo immer süß, ne? Aber irgendwie fand ich es auch immer übel disgusting. So, Aquawelle. Komm, du willst auch ein bisschen Wasser haben, oder? Kannst auch trinken.
Ist nicht giftig. Ich schwöre. Wollte ich verspreche und ich schwöre gleichzeitig sagen, deswegen ich verschwöre. Silberhauch, aua. Komm. Die Folge ist eigentlich am Ende, aber ich würde noch gerne nach Orania City kommen. Und wir haben ein Level Up, oder? Jawohl, 25, nice. Regentanz? Nee. Das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. So, noch zwei Fights. Kämpfen, meinst du mich? Na gut. Nee, ich meine meine Oma. So, Taubsi, let's go, Mann. Aquavelle. Hedwig, Alter, ich sehe erst jetzt, dass der Typ einfach Hedwig heißt. Wieso hat der nicht ganz viele Horthorts und so? Oh Mann, ey. Und Noctu. Passt eher zu ihm. Der Hedwig, Alter. Hauptsi. Ich hatte gerade so einen Brain-Glitch, deswegen war ich kurz ein paar Sekunden ruhig, weil ich mir dachte so. Hab ich das gerade gelesen oder? Bin ich irgendwie bescheuert? Warum ist sie ja noch weiblich? So, was bist du für einer? Wie heißt du? Bist du Harry? Heißt du dich Harry? Raphael. Ja, okay. Ein Habitak. Nee, du, das Habitak, das gibt jetzt erstmal. Das geht jetzt erstmal baden. Mach immer Aquavelle. Einfach eine super Attacke. Allein weil man eben die Statusveränderung aufrufen kann, wenn man Glück hat. Außer sie sind natürlich tot, dann ist eh scheißegal. Oh, ein Radikal, danke. Danke, Pokémon-Gott. Jetzt habe ich endlich mal. Danke. Danke, dass du mal hier was machst. Noch ein Radfratz und ich wäre Amok gelaufen. Bodycheck, aua. Naja, tschüss mit dir, tschüss. Bye-bye. Kaputt. Zerstört. Auseinandergenommen. Ja, wir haben noch Level Up, nice. Noch 12 Level, dann haben wir einen Turtag. Ich glaube zumindest, es war 38, oder? Oder war es 36? Oder war es sogar 32? Weiß ich nicht mehr. Aber ja, nice, ey. Cool. Wir gehen jetzt erstmal und da ist einfach jemand mit Luxra. Wir gehen einfach Pokémon heilen. Mit Lavados, Zapdos, Luxra, Crazy, Farbigel. Ja, cool. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Guantanamo. Ciao.